Liebe Leute, hier ist wieder euer Dragner und der Rado. Ja, herzlich willkommen wieder mal zurück zu Grounded. Und ich muss jetzt schnell machen, ich brauche was zum Essen und zum Trinken. Sonst, naja, okay, ganz so fatal ist es noch nicht. Aber ich schau einfach schon mal. Und es wird wieder dunkel, ne? Also. Ja. Wir wären Marienkäfer, der schläft gerade, aber den hau ich mal lieber nicht an. Könnte unangenehm werden für dich. Mehr für dich als für ihn. Wahrscheinlich. Soll ich mal vorsichtig in die eine Spinnenhöhle gucken, die wir schon entdeckt haben, weil da war das letzte Mal keine Spinne. Ja, kannst ja mal machen. Ist halt mein Zeug weg unter Umständen, gell, aber. Kannst, ne? Weil da es wohl dunkel ist, sind hier überall Spinnen. Uhuhu. Ich bin einfach wieder weg. Ja, wo kriege ich denn auf die Schnelle was zum. Okay, man kann übrigens schwimmen. Also Essen und Trinken checke ich jetzt noch nicht so ganz, muss ich gestehen. Also es fehlen jetzt wirklich auch nur noch die Spinnenseide. Die Spinnenseide, ja. Ja, müssen wir mal vielleicht schnell eine Runde schlafen. Tools. Weil man könnte natürlich probieren, aber ja, wir können noch nicht mal Pfeile herstellen. Nee, nee. Damage, Damage. Jetzt wollte ich gerade was kochen, aber das lasse ich lieber. So, schlafen wir, oder? Wo ist denn? Hier. Dauert noch 5 Minuten. Ja, schlafen? Nein, will nicht. Jetzt hat. Ja, genau. Und jetzt geht's bei mir los. Es geht noch einigermaßen. Ich meine, Dreckwasser wäre ja da, aber ich habe jetzt noch nicht mal mehr Pilze gerade. Mandibelparts. Es fehlt auch ein einzelner Ameisenpart, dass ich eine neue Waffe bauen könnte. So einen Ameisenklapp aus dem Fuß wahrscheinlich oder so. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen auf Selbstmordmission und guck einfach mal hier ein bisschen rum. Weil ich sehe hier gerade keine Ameisen und gar nichts, gell? Hier sind neue Blätter. Also andere Halme. Okay, geht nicht. Hier ist. Hier sind Sepp. Also hier sind so. Sepp-Tränen, die man kaputt hacken kann. Ja. Yeah. Okay. Ich habe mir was zum Essen gejagt. Nehme an, du rotzt gerade rum oder so, weil du nicht antwortest. So ist es mit dem Radio. Da merkt man erst nach 10 Minuten, dass man selbst Gespräche führt. Wo muss ich? Da hinten wackelt. Ah, da kämpft schon wieder so ein Marienkäfer. Können wir da was abstauben? Ich vermute mal nicht. Hast du volles Leben? Sieht man nicht.
Sieht wahrscheinlich nur, wenn ich dich angreife. Mache ich nicht. Okay, schade. Wäre jetzt vielleicht beschädigt gewesen, hätte ich mal drauf gehauen. Gegen was kämpft? Ach, der will die Blattlaus da oben. Okay, hier geht's zur Basis. Oh, da war er gerade, der Rado. Er knackt. So, Blattlaus hätten wir schon mal. Da ist was zum Trinken. Wo ist es? Da. Hydration is the key to performance. Also Rado, falls du reden willst, dein Mikrofon ist aus oder so ähnlich. Und was? Zum Essen. Gut, dann bin ich jetzt mal so todesmutig und renn mal Richtung Spinnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde es gleich bereuen. Die Spinnenhöhle hatten wir nämlich schon in unserem kurzen 10 Minuten angespielt entdeckt. Zumindest sind hier Spinnen rumgelaufen. Aber gerade sehe ich tatsächlich. Da. Da ist eine Spinne. Aber wir haben keine Spinnenseide bisher entdeckt. Die Spinne geht noch nicht auf mich los. Das ist ja schon mal was. Wir brauchen. Oder müssen wir dafür die Spinne töten? Das wäre halt noch besser. Die ist nämlich stark. Was ist hier? Oh, Schreck. Oh. Das war Rado, der mit seinem Mikrofon. Hey. Da ist eine Spinne. Mehrere. Mehrere Spinnen. Oh, hier Spinnenseide. Und gerade keine Spinne. Ja, aber ich krieg das ja auch irgendwie nicht. Da vorne ist übrigens eine Spinne. Okay. Wie kriege ich die Spinne hier? Also die Seide. Gute Frage, nächste Frage. Lebt die Spinne hier noch? Hm. Ah, okay. So viel dazu, ob die Spinne noch lebt. Ich traue mich jetzt irgendwie nicht so richtig, die anzugreifen. Die sind groß. Aber wie kommt man sonst an die Spinnenseite ran? Ich meine, hier ist überall Spinnennetze. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Oh, hier, cool. Schneckenhaus. Ich glaube, wir brauchen eine bessere Waffe. Hier steht Rado übrigens AFK rum. Hallo Rado? Keine Ahnung, was da gerade los ist. Ihhh, der schaut nicht so gesund aus. Oh, er bewegt sich zumindest. Mal ganz kurz schauen, ob er irgendwas im Discord geschrieben hat. Ja. Ah, Problem mit Discord. So, hörst du mich wieder, Rado? Einfach mal Discord rein, Discord raus. Nein? Ja, vielleicht liegt es an ihm. Kann natürlich gut sein. Oh, geil, hier Tropfen. Ah,
Oh, ein Käfer, ein Käfer. Zack. Na gut, dann werde ich die Folge wohl als Alleinunterhalter dienen dürfen. Jetzt habe ich nur die Übersicht verloren. Wo müssen wir hin? Hier sind wir. Da ist die Mysterious Machine. Container Field Station. Okay, also in die Richtung. Wir brauchen wahrscheinlich ein paar Ameisenparts. Das heißt, wir müssen Ameisen töten. Wenn wir denn mal welche finden. Irgendwie sind die momentan vom Boden verschwunden. Dann würde ich mir gerne so einen Ameisenclub bauen. Und dann könnten wir mal schauen, ob wir so eine Spinne umhauen. Oh. War nur eine Zecke. Stinkkäfer. Ja. Okay. Da hinten ist ein Stinkkäfer, da wollen wir nicht hin. Wir müssen nach Norden eigentlich. Aber wir haben gar keinen Kompass, das ist das Problem. Okay, so in die Richtung müssen wir. Bin wohl falsch gelaufen. Kriegen wir alles hin. Rado ist wieder da, aber hört man immer noch nicht. Müssen wir vielleicht mal nach der Folge gucken, was los ist. Aber ich sehe keine Ameisen mehr. Vorhin wurden wir von Ameisen überrannt, jetzt sind keine mehr da. Hallo Ameisen. Pilze, 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 Pilze. Irgendwas hörten wir doch. Ach, das ist wahrscheinlich Rado. Der hier gerade irgendeinen Käse macht. Vier Parts, zwei Mandibeln. Ja, wir haben nur drei Parts, glaube ich. Und hier bräuchten wir nochmal einen Haufen Parts. Was habe ich denn alles in meinem Inventar? Eigentlich viel zu viel Zeug. Ich würde es jetzt ja wahnsinnig gerne einfach mal gegen so eine Spinne probieren, weil Ameisen sind nicht da. Komm, ich laufe jetzt einfach hin. Oh, da hat was gerauscht. Oh Gott, hört sich das an. Rado, keine Ahnung, was das war, aber mach's nicht nochmal. Können wir... Kommt die Spinne hier rein? Können wir die Spinne hier vielleicht von der Höhle so... Tja! Komm, wir probieren es jetzt einfach. Wow. Okay. So wird das eher nix. Schauen wir mal. Spinne. Ja, Rado, du solltest weggehen. Ja. Kommst du zu mir? Oh. So, schauen wir mal. Können wir es irgendwas... Oh, nee, das können wir uns nicht nützen. Doch. Oh, nee. Okay, Spinne definitiv zu stark. Spinne zu stark. Schaffe nicht, wir brauchen auch nicht warten auf einen Respawn oder sowas. Wir müssen mal eh mal schauen, ob wir hier irgendwie jetzt wieder an die Sachen rankommen. Vermutlich gerade eher nicht. Also wir müssen anderweitig weiterkommen. Hier ist die Spinne. Da ist sie. Rado, falls du irgendwo da bist, hol dir dein Zeug jetzt. Die Spinne ist hinter mir her. Nein. Das ging schnell. Das ging schnell. Also Rado, die Spinne sitzt gerade an meinem noch lebenden Körper. Du könntest an den Rucksack, an beide Rucksäcke ohne Probleme hinlaufen. Ich hoffe, du hörst mich.
Kann man hier irgendwie schreiben? Ah. Mit Enter kann man schreiben. Rado, falls du mich hörst, sag mir, wenn du die Rucksäcke erobert hast. Ich habe noch 10 Sekunden. Sowas nennt man Teamarbeit. Ich hoffe mal, es klappt jetzt irgendwie einigermaßen. 3, 2, 1. Tot. So, da ist ein Rucksack gedroppt, wo eigentlich nichts drin sein darf. Rado steht, glaube ich, hier hinten an den Rucksäcken. Und wird wohl ebenfalls von einer Spinne gejagt. Na gut, dann hoffen wir jetzt mal, dass wir vielleicht einfach unseren Rucksack zumindest bekommen. Ja. Oh, jetzt hören wir ihn. Jetzt hören wir ihn. Da waren Geräusche. Rado, wir haben dich gerade gehört. Kein Kommentar. Keine Ahnung, was das, was er macht. Wir hören ihn ja. Das wird dann schön in der Aufnahme. Das wird dann schön. Ich schreibe ihm das mal kurz in Discord. Schauen wir mal, ob irgendeine Antwort kommt. Wir haben auf jeden Fall Essen dabei. Können wir da was erforschen? Ja. Boah. Ich glaube, ich muss Arado gleich muten. Ja. Ach, hier fliegt was. Hallo Mücke. Lecker, schaut euch mal dieses Festessen an. Aber ist ja typisch, jetzt machen Rado und ich die erste richtige Multiplayer-Session für YouTube und schon spinnt's rum und es gibt komische Geräusche. Ganz klasse, würde ich sagen. So gehört sich das, so soll das laufen. Ich will aber jetzt auch nicht speichern und rausgehen oder irgendwie sonst was machen. Pausieren können wir nicht, leider. So ein bisschen das Problem. Am Schluss kommen wir wieder nicht rein. Aber zumindest haben wir jetzt Hallo. Mal... Ah, da ist was. Wir haben dich gehört. Oh Mann, war das ärgerlich. Oder ist das ärgerlich? Was war denn? Mikro einfach. Also ich konnte dich auch nicht mehr hören. Okay. Der Computer hat auch gesagt, Probleme mit Sound und so. Also der hat dann irgendwie auch versucht, das Problem zu beheben. Man kennt man ja diese Windows-Problemlösungsgeschichte. Ja. Und es ging nichts mehr. Ich habe dich auch immer wieder nur kurz gehört. Okay. Wie du gemerkt hast, habe ich dann versucht, einen USB-Port zu wechseln und solche Geschichten. Aber es hat alles nichts gebracht. Jetzt habe ich den Rechner neu gestartet. Jetzt geht natürlich wieder alles. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich ins Spiel auch wieder reinkomme, ne? Ja, also das nehme ich mir jetzt mal an, ist tatsächlich nicht so das Problem. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also wie du gemerkt hast, für die Spinne sind wir viel zu schwach. Ja. Problem ist auf der anderen Geschichte, oder auf der anderen Seite bloß, ich habe halt keine Ahnung, wie wir dann an diese Spinnenseide rankommen sollen. Weil du hast du gesehen, dass bei der Spinne überall Spinnenseide dranhing. Ja, aber ist das nicht ganz einfach? Ja, aber das Problem ist bloß, ich konnte die nicht abbauen. Nein. Ach so, ist die Axt noch nicht gut genug? Nee, der hat es mir gar nicht angezeigt, was ich...
Also bei mir war eine Axt zu sehen, als ich neben der Spinnenseide stand. Okay. Ich hatte sie nur nicht in der Hand, weil ich ja noch, quasi mein Zeug nicht hatte, weißt du? Okay. So, ich bin jetzt auch erfolgreich gejoint wieder. Sehr gut. Also im Grunde geht es ja darum, einer lockt die Spinne weg, ohne idealerweise zu sterben, und der andere sammelt Spinnenseide, oder nicht? Also an die Spinnenseide wäre ich auch theoretisch so schon rangekommen. Ja, dann weiß ich nicht, wo dein Problem ist. Ich konnte die nicht runterhacken. Ah, okay. Ja, also mir hat der nichts angezeigt. Ich gehe jetzt mal eben ohnehin zu meinem Rucksack. Okay, ich habe meine schon. Wir haben aber jetzt auch gerade, ich habe gerade zwei Ameisen gekillt. Ja, hier sind auch gerade ganz viele. Ja, aber wenn wir da genügend Teile haben, können wir zum Beispiel einen Endclub bauen. Hä, warte mal. Also ich... Ah, okay, ja, dann... Ja, habe ich nicht gerade. Ich habe mir jetzt gerade einen gebaut. Der macht richtig viel Schaden und kann auch stunnen. Ah, okay. Das klingt schon mal ganz fein. Dann machst du die Spinne ja ohne Probleme fertig, oder? Ja, du hast recht. Ich bin hier in dem Spinnenseiten-Ding. Ich bin jetzt hier gerade bei einem Spinnenseiten-Ding und kann hier nichts tun. Also bei mir hat der vorhin auch mal angezeigt, kurzfristig, dass du ein Blatt halt abbauen kannst. Hä, hey, jetzt ist die Spinnenseite gerade verschwunden. Habe ich die irgendwie doch gesammelt, nur durch das Durchspringen oder sowas vielleicht? Schau in dein Inventar, dann weißt du es. Nee, mache ich gerade, ist nicht so. Weil ich bin da jetzt einfach durchgesprungen. Mhm. Übrigens sehe ich meine Leiche hier liegen. Ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Dass mir auch so nicht. Ist. Soll ich sie mal zerlegen? Zerleg. Vielleicht kriegt man die Spinnenseide auch tatsächlich nur durch das Töten einer Spinne. Theoretisch natürlich auch. Wirklich, vermute oder? Ich tatsächlich jetzt auch mal. Wie sieht's bei dir eigentlich mit der Folge aus? Wir sind bei 20 Minuten, bei 22. Ah, okay. Heißt, ich würde noch. Und ich würde es gerne, also ich habe jetzt diesen Club hier. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ah, okay, ja, dann warte mal einen Moment, dann helfe ich dir natürlich. Also, theoretisch könnte ich ja sagen, ja, weiß ich nicht, wie geht man da am besten vor? Mann, das für ein Geräusch. Ich habe gerade einen Käfer getötet. Ja, keine Ahnung, also, ja, an der Spinne wäre ich schon wieder. Ja, ich komme. Am besten müsste ich eigentlich ihren Aggro auf mich ziehen und mich irgendwo einkeilen, wo sie dann nicht auf mich zukommen, drankommt oder so. Ja, das hatte ich probiert, aber das ging überhaupt nicht. So, jetzt sind die Ameisen bei der Spinne, aber die gehen zum Beispiel gar nicht aufeinander los. Ja, aber es ist halt schon ein bisschen komisch, gell, wenn du sagst, du brauchst das Material und dann machen sie die Spinnen so schwer. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt einfach mal hinlaufen und draufhauen und dann schauen wir mal. Ja, mach das. Denk ans Blocken, ne? Dreimal schlagen oder zweimal schlagen. Okay, ich mache wesentlich mehr Schaden. Das Problem ist, ich krieg halt trotzdem auch unglaublich viel. Stirb doch! Ja! Ja. Mir ist jetzt fast die Ausdauer ausgegangen. Zweimal Spider-Chunk. Okay. Oh, noch eine Spinne. Weg, 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 weg. Ich bin fast tot. Ich muss weg. Weg, 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 weg. Lauf! Kommst du weg? Ja, ich bin auch fast tot. Mich braucht die nur einmal treffen und ich bin tot. Ich bin tot. Okay, jetzt geht sie auf mich los. Die sind halt sehr schnell. Ne? Ja, bin auch tot.
Viecher ran. Aber wir haben eine Spinne gelegt, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und die wird jetzt wahrscheinlich eh gleich abhauen, die Spinne, und dann können wir zumindest an unseren Rucksack wieder ran. Und wir haben jetzt da so ein Sapling ja bekommen, so ein Spider-Sapling oder wie das hieß. Okay, ich habe mein Zeug alles wieder. Ich glaube, den hast du, der Get in Spider-Sapling. Ah ne, Spider-Chunk, so heißt das Teil. Hab ich. Dann schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir den erforschen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ab in die Analyse damit. Oh, da ist die Spinne, da laufe ich mal nicht weiter. Obwohl, die hätte ich ja jetzt problemlos alleine gelegt. Ich habe mal noch schnell eine Ameise, eine weitere getötet. Spider Hood, Spider Knie, Knee Pads und Orb Weaver Head Mount. Also, aber keine Spinnenseide halt. Das ist aber jetzt echt komisch. Brauchst du da vielleicht den Hammer dafür oder so ein Quatsch? Ja, aber den habe ich ja. Wir hätten hier noch eine Schaufel. Was überhaupt keinen Sinn macht? Nee. Man kann und im Menü unter Resources ganz rechts gucken, für was man die braucht, die Spider Silk. Strong Ropes of Spider Webbing. Das muss schon das Zeug da hinten sein. Spider-Silk, ja. Aber wie kann man das... Ich meine, es steht natürlich dort Stufe 2 Ressource, gell? Also ja, wir werden halt Stufe 2 Axt dafür brauchen. Ja, aber deswegen muss das ja trotzdem anzeigen. So wie alle kommen wir denn eigentlich auf Stufe 2 Axt? Vielleicht stellen wir uns da auch gerade ein bisschen blöd an und könnten das längst bauen? Fragezeichen? Kann durchaus sein. Also ich bin jetzt hier wieder da an diesem Spider-Silk, aber ich kann Gras hacken, aber kein Spider-Zeug hacken. Ja, du weißt nicht, ob wir schon eine Stufe 2 Axt haben, musst du mal auf die Workbench schauen. Kann natürlich sein, dass das aus irgendeinem Grund nur nicht anzeigt. Tools. Schaufel. Spiky Spike. Das ist eine neue Waffe, die wir bauen können. Also wenn jetzt so einzelne Ameisen hier übrigens rumlaufen, die töte ich jetzt immer gleich wegen dem Ameisenzeugs. Ja. Und weil du ein Schwein bist. Ja. Ja, ich sehe hier nur die Pebblet-Axt. Ja, ich auch. Also ich sehe da auch nichts Neues. Rubber. Kleber können wir herstellen. Ja, wahrscheinlich müssen wir halt irgendwas noch erforschen, was wir jetzt noch nicht haben. Ja, das vermute ich auch gerade mal. Also jetzt ist ja gleich erstmal Nacht. Das ist vielleicht ein schöner Moment, um die Folge dann zu... die nächste Folge anzustimmen. Und dann heißt es vielleicht wirklich auch noch ein bisschen rumlaufen und nach neuen Dingen suchen. Ja, wir können hier zum Beispiel noch... Was ist denn hier? Acid Gland haben wir auch noch nicht. Giftbeutel hört sich nach Spinne wieder an. Ja, das stimmt. Das hört sich auch schon wieder nach Spinne an. Spider Chunk. Es gibt hier noch Sachen, die wir erforschen können, theoretisch. Naja, ich meine, hier stehen ja auch ein Haufen Pflanzen, die wir noch nicht... Ja, weil wir auch die Stufe 2 Axt brauchen. Vielleicht sollten wir einfach mal der Quest nachlaufen und einfach mal schauen, wie es weitergeht. Ja, wahrscheinlich ist das der Punkt, ja, dass wir da auf Dinge treffen, die wir haben jetzt brauchen. Den Wietzdamm haben wir aber schon erforscht, oder? Ja, habe ich gerade auch nochmal gecheckt.
Wir haben hier Acid Gland. Keine Ahnung woher, aber wir haben hier was. Okay. Schauen wir nochmal hin. Haben wir das erforscht? Haben wir erforscht. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Machen wir damit Rubber. Okay, dann bauen wir jetzt mal ein Rubber. So, können wir Rubber erforschen? Bestimmt. Rubber können wir aber nicht erforschen, weil das wahrscheinlich von uns hergestellt ist. Okay. Hm. Ja, aber das heißt ja, nächsten Morgen suchen wir mal der Quest zu folgen. Ja. Und das ist Schlafenszeit. Ja, wir haben auch noch keinen Kakteen oder sowas gefunden, zum Beispiel. Ja, mit diesen Spitzen, ne? Ja. Okay, wenn wir aber schon schlafen, würde ich sagen, 31 Minuten, wir beenden mal die Folge, oder? Jo. Gut, dann Leute, mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben und Tipps und Tricks geben. Ist ja klar, ich meine, man sieht ja, wie alle anderen stellen wir uns auch an. Also, falls ihr da irgendwas wisst, ruhig in die Kommentare. Dann danke mal wieder fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge. Servus.